Hallo, heute möchte ich euch meinen einfachen Linealtrick zur Lösung von einem Faltungsproblem zeigen, und zwar anhand eines konkreten Beispieles. Es war ein Zuschauerwunsch gewesen, den Linealtrick einmal mit der Mathematik dahinter zu zeigen und zu erklären, wie das beides miteinander zusammenhängt. Und zwar falten wir heute diese beiden Rechtecksignale miteinander. Das Ergebnis nehme ich jetzt gerade einmal vorne weg. Es kommt also diese Funktion dabei heraus. Eine Faltung ist folgendermaßen definiert. S von t gefaltet mit g von t ergibt eine neue Funktion z von t. Das Faltungssymbol ist ein Sternchen. Eine Faltung sagt etwas über den Grad der Korrelation beider Funktionen aus. Insofern ist die Faltung also der Kreuzkorrelation sehr ähnlich. Der Vorteil der Faltung gegenüber der Kreuzkorrelation ist der, dass die Faltung kommutativ ist. Deswegen ist die Faltung bei vielen technischen Anwendungen so beliebt. Die Faltung selber verläuft über eine Integration. Und zwar ist sie definiert als das Integral von minus unendlich bis plus unendlich von dem Produkt der beiden Funktionen s von tau und g von t minus tau nach d tau. Doch wie kommt man nun von den Ausgangsfunktionen in Abhängigkeit von t, so haben wir es ja erstmal gegeben, auf diese Ausdrücke mit der Abhängigkeit von tau oder t minus tau? Und was bedeutet das überhaupt bildlich betrachtet? Insgesamt sind dafür 5 Schritte erforderlich. Schritt A, da wird erstmal t gegen die Variable tau ausgetauscht. B, g von tau wird gespiegelt, und zwar an der y-Achse. Schritt C, da wird die gespiegelte Funktion um t verschoben. Schritt D, dann werden jetzt beide Funktionen miteinander multipliziert, und zwar für verschiedene Zeiten t. Bildlich betrachtet heißt das, die zweite Funktion, also das g von minus tau, wird über die erste Funktion s von tau drüber geschoben. Dieses Drüberschieben ergibt sich aus den verschiedenen Zeiten t. Also gleich bei unserem Linealtrick bedeutet also, dieses Drüberschieben des Lineals, wo wir die zweite Funktion draufgemalt haben, über die erste Funktion bedeutet, wir wenden verschiedene Zeiten t an. Und dann Schritt E, dann kommt die Integration, und zwar wird das Produkt der beiden Funktionen integriert. Wieder für verschiedene Zeiten t. Eine Integration ist ja die Bestimmung der Fläche unter der Kurve. Und das ist das, was wir uns dann gleich bei dem Linealtrick auch einmal angucken werden. Wir werden also praktisch nur die Flächen unter der Kurve bestimmen für verschiedene Zeiten t. So, nochmal hier zu den Schritten A, B und C. Wie sieht das jetzt hier konkret bezogen auf unser Beispiel aus? Im ersten Schritt wird s von t gegen s von tau umgewandelt und g von t gegen g von tau. Das heißt ganz einfach, dass hier auf dieser Achse ist jetzt kein t mehr, sondern tau. Hier ebenso statt t befindet sich jetzt hier tau. Im nächsten Schritt b wird diese Funktion hier an dieser y-Achse gespiegelt. Und im dritten Schritt wird ein t hinzugefügt. Dann haben wir also hier anstelle von minus 1,5 haben wir t minus 1,5. Und hier anstelle von 0 haben wir t minus 0. Stattdessen schreiben wir der Einfachheit halber t. Wir falten jetzt diese beiden Rechtecksignale. Dazu gehen wir hin und nehmen uns ein Lineal. Das legen wir auf das zu faltende Signal, also die Funktion, mit der gefaltet werden soll. So, und zwar wichtig, wir legen das so hin, dass das Lineal hier in diese Richtung zeigt. Und dann nehmen wir einen Stift, wischfest und pausen dann diese Funktion einmal durch und zeichnen das auf dem Lineal auf. So, jetzt gehen wir hin und drehen das Lineal. So, um 180 Grad. Wir spiegeln es an der y-Achse. So. Und jetzt müssen wir noch eine Beschriftung dran schreiben, und zwar zwei Werte,
Und zwar einmal anstelle hier der 1,5 kommt hierhin t minus 1,5. Also hier ist t minus 1,5. T minus 1,5 und hier kommt t minus 0 hin. Man kann auch einfach nur schreiben t. So, und das nehmen wir jetzt und schieben von links sukzessive über das erste Signal. So, wir fangen einmal an, hier von links schieben das dran, sehen jetzt hier, bis dahin gibt es keine Überlappung. Das heißt, wir nehmen ja laut unserer Integral, laut unserer Rechenvorschrift für die Faltung, beide Signale miteinander mal. Hier in diesem Bereich ist das rote Signal gleich 0. 0 mal irgendwas gibt 0. Deswegen haben wir in diesem Bereich bis 1 beträgt unser Signal. Das ist dann hier, das Produkt heißt Z. Unser Z von T ist dann hier gleich 0. So, jetzt geht's weiter. Jetzt schieben wir hier über das rote Signal und sehen jetzt hier diese gemeinsame Fläche hier. Die wird jetzt immer größer, wird größer, wird größer. So, jetzt stößt hier diese Flanke an die rote Flanke. Das heißt, wir sind, wenn wir hier so schieben, sind wir in einem bestimmten Bereich, wo also die Fläche zunimmt. Wie groß ist die Fläche hier am Ende? Nun, hier ist das Maximum ist gleich 1. Hier ist die Amplitude ist gleich 2. Das heißt, wir haben dann hier bis zu diesem Punkt 2 haben wir hier die Amplitude 2. So, was passiert jetzt hier dazwischen? Hier dazwischen nimmt die Fläche linear zu. Deswegen können wir den Punkt mit dem so verbinden. Jetzt kommt der nächste Bereich. Wir schieben weiter und sehen, wenn wir jetzt bis hierhin schieben, dass also diese Flanke an diese linke rote Flanke grenzt, dann bleibt hier die Fläche, die bleibt die ganze Zeit gleich. Wir hatten ja gesehen, die Fläche ist 2 und bis hier bleibt die Fläche auf der Höhe 2. Also bis hier, das ist 2,5, bis hier bleibt die Fläche gleich, hat den Wert 2. Jetzt kommt der nächste Bereich. Wir schieben das Lineal weiter. Wir sehen, die Fläche hier wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Hier ist die gemeinsame Fläche 0. Das heißt, bis hier, hier ist der Wert jetzt bei 3,5. Wert ist 0. Und hier zwischen, ich wiederhole das nochmal, von hier bis hier nimmt die Fläche linear ab. Sie nimmt deswegen linear ab, weil wir hier ein Rechteck haben und hier auch ein Rechteck. Wäre die Form jetzt hier anders, zum Beispiel ein Dreieck, dann dürfte man natürlich nicht davon ausgehen, dass das hier linear abnimmt. Aber hier ist das so. So, dann zeichnen wir das hier einmal ein. So, jetzt kommt der fünfte und der letzte Bereich. Wir sehen jetzt hier, wenn man beide Funktionen miteinander mal nimmt, hier ist die Funktion, die rote Funktion 0 und deswegen können wir hier sagen, ist die Funktion z von t hier gleich 0. Wir haben es also hier mit fünf verschiedenen Bereichen zu tun. Wir malen die uns hier einmal ein. Und zwar einmal hier der Bereich 1, dann hier der Bereich des linearen Anstiegs 2,
Dann hier der Bereich der Konstanz 3, hier in diesem Bereich 4 fällt die Kurve wieder ab, also von hier bis hier 3,5 fällt die Kurve wieder ab und hier hinten 4t größer 3,5 haben wir hier den Bereich 5. Jetzt können wir die Integrationsgrenzen für diese verschiedenen 5 Bereiche festlegen und mit Hilfe des Lineals direkt ablesen. Wir machen uns also eine kleine Tabelle. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen uns unser Lineal, schieben das wieder von links her kommend über das erste Signal. Der erste Bereich geht bis t kleiner gleich 1. Der zweite Bereich ist für t größer 1 und t kleiner gleich 2. Der dritte Bereich hier ist für t größer 2 und t kleiner gleich 2,5. Der Bereich 4 ist für t größer 2,5 und t kleiner gleich 3,5. Und der fünfte Bereich ist für t größer 3,5. So, wir sind jetzt hier für diese Bereiche unsere Integrationsgrenzen. Hier für diesen ersten Bereich bis hierhin überlappen sich die Kurven nicht. Wir brauchen dementsprechend auch keine Integrationsgrenzen. Hier in dem zweiten Bereich integrieren wir von 1 bis t. Also 1 ist hier immer die untere Grenze und die obere Grenze ist immer der Wert t. Der ist also praktisch variabel, das wird ja so verschoben. Also von 1 bis t. Bereich 3 sind wir von hier bis hier. Das heißt, die eingeschlossene Fläche ist immer innerhalb dieser beiden roten Flanken. Also von 1 bis 2 sind unsere Integrationsgrenzen. Dann für den Bereich 4, der fängt hier an. Geht dann, jetzt wird die Fläche immer kleiner, kleiner, kleiner. Das heißt, man kann schon mal sagen, die obere Integrationsgrenze ist 2. Und die untere Integrationsgrenze ist dieses t minus 1,5, weil das verschieben wir ja. Ja, nochmal, hier das t minus 1,5 verschieben wir. Die obere Grenze ist die 2, die bleibt immer gleich. Die Fläche wird immer kleiner. Also ist die untere Grenze t minus 1,5. Und dann hier ganz rechts gibt es keine Überlappung mehr, also brauchen wir auch keine Integrationsgrenzen. Nun integrieren wir gemäß unserer mathematischen Vorschrift für die Faltung. Wir beginnen mit Bereich Nummer 1. Wir können hier direkt grafisch ablesen, dass die gemeinsame Fläche gleich 0 ist. Also hierfür haben wir für z von t gleich 0. Für den Bereich 2, das ist jetzt dieser Bereich, jetzt nehmen wir unsere Vorschrift, also z von t gleich das Integral, ich schreibe es nochmal hier aus, von minus unendlich bis plus unendlich s von tau g t minus tau d tau. Wir setzen die Zahlenwerte ein. Das s von tau beträgt hier gleich 2. Das g von t minus tau beträgt hier 1. Also haben wir das Integral von 2 mal 1 nach d tau. Die untere Integrationsgrenze ist jetzt
1 und die obere ist T. Also von 1 bis T ist dann 2 nach die Tau, also 2 Tau in den Grenzen von 1 bis T. Wir machen jetzt obere Grenze minus untere Grenze, gibt dann also 2 mal T minus 1 gleich 2T minus 2. Wir vergleichen jetzt mal dieses Ergebnis mit der grafischen Lösung, die wir mit dem Lineal gefunden haben. Wir sehen hier, es gibt einen Anstieg von 2t, eine Steigung von 2t. Das haben wir hier auch erhalten. Klingt also plausibel. Hier wäre der Achsenabschnitt auf der y-Achse, wenn t gleich 0 wäre. Also wir extrapolieren mal hier so geistig gedanklich. Wir können noch das Lineal dazu nehmen und sehen dann hier, wenn man das jetzt hier verlängern würde nach unten, hätten wir den Achsenabschnitt von minus 2. Also ist dieses Ergebnis korrekt. Das ist immer ganz praktisch, weil bei diesen Integralen gibt es schon mal schnell Fehler und da ist es also gut, wenn man einfach dieses Ergebnis nochmal mit der grafisch gewonnenen Lösung vergleicht. So, was ist jetzt mit unserem Bereich Nummer 3? Wir machen das jetzt mal ein bisschen schneller. Da ist also z von t gleich das Integral. Die Grenzen sind von 1 bis 2 von 2 mal 1 d tau gibt eingesetzt 2. Wir vergleichen das wieder mit dem Ergebnis. Hier grafische Lösung. Hier haben wir konstant 2. Also okay. Jetzt kommt der Bereich Nummer 4. Hier haben wir z von t gleich, ich schreibe jetzt mal die 2 direkt vor das Integral, Konstanten darf man ja davor schreiben, die untere Grenze ist t minus 1,5, obere Grenze ist 2, gibt m plus 7. So, wir haben hier wieder die Steigung minus 2t, das vergleichen wir mit dieser Steigung, aha, stimmt, und für den Bereich 5 ist also z von t gleich 0, weil sich da die Kurven überhaupt nicht mehr überlappen. So, das war's für heute mit dem heutigen Beispiel zum Thema Faltung zweier Rechtecksignale. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr doch einfach unten in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Video.